Herzlich willkommen bei Sakura Bonsai. Ich bin's wieder, euer Mario. Heute geht's um ein Niwaki, um eine blaue Zirbelkiefer. Und bevor ich beginne, werde ich das Riesenteil erstmal auf meine Terrasse transportieren, weil ich da einfach mehr Platz habe, um euch das zu zeigen. So, liebe Bonsai-Freunde, so sieht das gute Stück aus. Hier mit einem langen Ausleger. Das wäre die erste Etage. Dann hier die zweite. Da hinten die dritte. Nummer 4. Und die Krone. Dieser Ausleger gab es auf der Seite nochmal und auf der Seite. Das ist die Rückseite. Und das hier ist für mich die Schokoseite, weil man hier optimal den Stammverlauf sieht. Und was mir so gefällt, ist dieser Ausläufer. Den wollte ich beibehalten. Ich hatte anfänglich mal überlegt, den zu cutten. Aber ich finde das klasse, wenn das so weit ein Ast so weit nach außen läuft und der Rest eher kompakt ist. Also worum geht es mir heute? Einfach dem Niwaki wieder eine schöne Form geben, Polster aufbauen. Der hat auch überall Quirle entwickelt. Das heißt, die müssen eingekürzt werden. Von einigen Ästchen werde ich mich trennen. Ja, hier sieht man auch nochmal einen Quirl. Hier ging auch der Ast ziemlich lang heraus. Den hatte ich gekürzt. Ja, die unwichtigen Sachen abschneiden, gerade im inneren Stammbereich. Hier einfach die Sachen, auch die toten Sachen einfach wegnehmen, dass der Stamm mehr zur Geltung kommt. Die ganzen alten Nadeln abzupfen und dann, wie gesagt, die Etagen herausarbeiten. Also wie werde ich erstmal vorgehen? Erstmal werde ich mich von unten nach oben hocharbeiten und werde zuerst den Ausläufer bearbeiten.
Der Niwaki ist nun fertig. War nicht so einfach mit dem Film wegen der Größe. Ich zeige euch im Anschluss nochmal ein Vorher-Nachher-Bild. Und ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Mario.